August 1944. Es ist soweit. Wir befreien Paris. Die 2. französische Panzerdivision und die 4. US-Infanteriedivision treffen bei Dämmerung ein. Heute Nacht geht es los. Das mit dem Zug ist jetzt eine Woche her. Unser Platoon ist mitten in Paris und unterstützt die Resistance. Rousseau und Crowley planen, die Besatzungsmacht zu sabotieren. Es gilt, sie im Kern zu treffen. Wir haben Dokumente aus dem Zug erbeutet. Rousseau und ich infiltrieren als Nazi-Offiziere getarnt die Garnison. Hier lang, Gentlemen. Die Garnison untersteht SS und Polizeiführer Heinrich. Als er mich nicht fand, ergriff er meine Eltern. Dann mein Mann. Und schließlich meinen Sohn. Heute Nacht wird jeder Verlust, alles, wofür wir kämpfen, Sinn bekommen. Heute Nacht befreien wir unsere Stadt. Die Garnison. Unser Kontakt dort versorgt uns mit Sprengsätzen. Und wenn wir die Tore sprengen, ist das Ihr Signal für den Vormarsch. Wir zählen auf Sie. Okay, Männer. Legen wir los. Die Deutschen werden es uns nicht leicht machen. Wenn wir jemanden wie Pearson überleben, überleben wir alles. Ich war an seiner Seite, Kasserine. Wenige sind zu mutig. Es ist bald vorbei, mes amis. Aber zuerst betreten wir den Wolfsbau. Wir sehen uns da. Ein Kontrollpunkt. Nazi-Schweine. Wir fahren ja schon. Dieser Albtraum ist bald vorbei. Wenn man sie anspricht, muss ihre Geschichte wasserdicht sein. Gehen wir es nochmal durch. Sie sind Gerda Schneider, Militärattaché. Herr Spiegel vom Geheimdienst hat Sie geschickt zur Planung von Heinrichs Evakuierung nach Berlin. Sehen Sie sich alles in Ruhe an. Das ist unsere einzige Chance. Den Insider anzuwerben hat einen hohen Preis. Finden Sie ihn und tauschen Sie die Aktentaschen aus. Hoffentlich bringt er uns die Sprengsätze zum Sprengen des Tors. Warum so besorgt, Major? Das ist mein Job. Ich warte außerhalb der Garnison auf den Abschluss der Operation. Wer hat Sie geschickt? Herr Spiegel. Gut. Ganz egal, was passiert. Sobald der Tausch abgeschlossen ist, dürfen Sie die Aktentasche nicht mehr aus der Hand legen. Ich bin so weit gekommen. Jetzt werde ich es ganz sicher auch beenden. Guten Abend. Die Papiere bitte. Danke sehr. Gehen Sie weiter. Die Papiere bitte. Und bitte reichen Sie uns Ihre Aktentasche. Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Ich wurde aus Berlin hierher versetzt. Das ist seltsam. Laut Ihren Papieren sind Sie hier, um Polizeiführer Heinrich bei seinen Reisevorbereitungen zu helfen. Machen Sie schon, Feldwebel. Ich hab's eilig. Natürlich, mein Herr. Sie können weiter, Fräulein Schneider. Wir werden wohl mehr Patrouillen rausschicken müssen. Und warum das?
Nicht vergessen, Ihr Kontaktmann heißt Fischer. Er trägt eine graue Offiziersuniform. Wie lautet das Passwort? Verlaine. Viel Glück. Guten Abend. Ich komme gerade aus Berlin. Können Sie mir ein gutes Hotel empfehlen? Ganz die Straße entlang. Volle Offiziere. Das ist eines der besseren Hotels in der Stadt. Nicht zurückgekommen. Man hat sie heute Morgen in einer Gasse gefunden. Oder das, was von ihnen noch übrig war. Die französischen Bastarde werden dreist. Zu dreist. Das fällt mir gar nicht. Schmidt, schön Sie zu sehen. Der Keller ist durch so ohne entsprechende Freigabe gesperrt. Für wen arbeitet sie? Man kann ja über Paris sagen, was man will, aber ich vermisse die Heimat. Ich auch. Ich kann das französische Essen nicht mehr sehen. Tut mir leid, Fräulein. Der Zutritt zu diesem Treppenhaus ist verboten. Sie können die Hintertreppe nehmen. Kennst du sie? Graf und Krüger waren letzte Nacht auf der Tour. Sie bleiben sie hier. Heftiges deutsches. Und jetzt habe ich Durst. Entschuldigen Sie bitte. Ah, brauchen Sie irgendwas? Ich soll mich bei Oberst Fischer melden. Sind Sie das? Nein, Herr Fischer spielt wahrscheinlich mit den Soldaten im Kellergarten. Vielen Dank. Gern geschehen. Hast du sie schon mal gesehen? Widerstand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Sie muss neu hier sein. Ja, ich bin sicher, dass er Ihre Nachricht erhält. Das Treppenhaus ist nur für autorisiertes Personal. Bleiben Sie stehen und zeigen Sie Ihre Papiere. Es sollte eigentlich alles in Ordnung sein. Sie müssen hier neu sein. Dieses Treppenhaus ist nur für Offiziere. Zu wem wollen Sie? Polizeiführer Heinrich. Der Wachmann in der Empfangshalle meinte, ich soll diese Treppen nehmen. Herr Heinrich muss befohlen haben, die Haupttreppe zu schließen. Gehen Sie. Je suis de votre côté. Qui êtes-vous? Courage. Vous n'êtes pas seul. Battez-vous avec moi pour libérer la ville. Vous avez ma parole. Je le jure. Vos camarades sont en chemin. Vive la résistance!
Verschwinden Sie! Das geht Sie nichts an! Aufhören. Mais qu'est-ce que... Restez cachés. La résistance sera bientôt là. Vos camarades sont en chemin. Vive la résistance. Guten Abend. Sie sollten nicht hier unten sein. Die Jungs sind ungehobelt. Man sagte mir, Oberst Fischer würde hier unten im Keller Karten spielen. Haben Sie ihn gesehen? Der Oberst ist gerade gegangen, um eine Besprechung vorzubereiten. Er dürfte im ersten Stock sein. Danke für Ihre Hilfe. War mir ein Vergnügen. Sofort in den Keller! Durchsucht alle Räume! Ja, Sir! Sieht nach einer weiteren Nachtschicht aus. Ich glaube, ich habe schon seit einer ganzen Woche... Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Man sagte mir, ich könnte hier Oberst Fischer finden. Sie haben ihn gefunden. Ich bin Oberst Fischer. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie die Werke Verlaines gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch eines meiner Lieblingsgedichte. Bitte, hier entlang, Fräulein. Wir müssen uns beeilen. Sind Sie bereit für den Austausch? Nein, Sie sind früh dran. Und ich muss zu einer Besprechung. Ich transportiere die Sprengsätze in einer Tasche, wie Sie sie haben. Wir führen den Austausch im Planungszentrum durch. Gehen Sie voraus. Nein, ich werde beobachtet. Nutzen Sie Ihre Tarnung, um in Heinrichs Büro im zweiten Stock zu kommen. Von da gelangen Sie an den Kontrollpunkten vorbei in den Nordflügel. Man darf uns nicht zusammen sehen. Wir treffen uns im Planungszentrum. Guten Abend. Kann ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Ja, ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten. Er kommt gleich zurück. Ich habe Sie noch nie gesehen. Darf ich fragen, was Sie an meinem Fenster zu suchen haben? Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte gerade nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihnen Ihre Reisepapiere zu bringen. Fräulein Schneider? So viel Schönheit. Ist durchaus eine willkommene Abwechslung für meine
Oh, wie nett. Wenn Sie soweit wären, würde ich Ihnen dann Ihre Reisepapiere zeigen. Dazu kommen wir. Schon noch. Vielen Dank. Danken Sie mir noch nicht, Fräulein Schneider. Selten darf ich so reizenden Besuch hier bei mir empfangen. Lassen Sie uns doch noch ein paar freundliche Worte wechseln. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Sehr schön. Also, Herr Gruber hat Sie geschickt, um meine Abreise zu arrangieren. Ich fühle mich geschmeichelt. Das war Kommandant Spiegel. Sehr gut. Wirklich gut. Man kann einfach nicht vorsichtig genug sein. Sie sehen so ernst aus. Trinken wir. Auf meine Rückkehr ins Vaterland. Die Franzosen verdienen einander. Aber mein Gott, wie werde ich diese Küche vermissen? Wie der Ortolan. Dieser delikate Singvogel. Die Augen rausgerupft, frisst er unentwegt. Dann ertränkt man ihn in Armagnac. Göttlich. Ich weiß nicht, was ich mehr genieße. Den Geschmack des zarten Fleisches. Oder den Anblick, wie er qualvoll ertrinkt. Aber bei einer Sache bin ich mir ganz sicher. Zu sehen, wie Ihr Sohn zappelte, als er unter meinem Stiefel ertrank, war die größte Freude überhaupt. Die gewünschten Berichte aus Berlin sind gerade gekommen. Danke. Ich werde sie mir schnellstmöglich ansehen. Gehen Sie! In Ordnung. Schnapp den Spion! Was hat das zu bedeuten? Es wird Sprengstoff aus dem Munitionslager. Sie wurden zuletzt in der Nähe gesehen. Zeigen Sie alle Ihre Papiere vor! Eine Stunde gesagt. Wir müssen hier mehr Truppen stationieren. Ich glaube, jemand wurde umgebracht. Sind wir bereit für den Überfall heute Nacht? Ja, wir rücken in der nächsten Stunde aus. Der französische Widerstand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Halt! Geben Sie mir sofort Ihre Papiere! Ist das Blut an Ihrem Ärmel?
Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch. Die Tasche wurde unten überprüft. Fräulein, Ihre Tasche! Sofort! Sie enttäuschen mich nie. Wir sind aufgeflogen. Hier sind jetzt alle alarmiert. Sie haben unseren Kontaktmann. Hat der Austausch geklappt? Ja, ich habe die Sprengsätze. Dann haben wir eine Mission. Wir treffen uns im Hof, sobald die Sprengsätze platziert sind. Ich muss leise sein. So riskant. Danke, ich bin hier, falls es Probleme gibt. Fettwebelschreiber. Scheiße, das kann nichts Gutes bedeuten. Nur noch eine.
Vor Betreten des Gebäudes werden alle Papiere überprüft. Jawohl, ich informiere umgehend die Sicherheitskontrollpunkte. Dran. Wir sollten gehen. Nicht schießen, bis die Tore offen sind. Zeigt es ihnen! Na los! Beeilung! Die Deutschen werden nicht kampflos untergehen! Granate! Thank you.
Die Garnison ist fast gesichert. Es ist noch nicht vorbei. Die Deutschen starten bald einen Gegenangriff. Wir brauchen Verteidigungen. Mir nach. Der Deutsche ist noch drin. Wir müssen ihn töten. Alle bereit machen! Hier. Rousseau, wir brauchen da drin Rauch. Das Foyer sichern und das Gebäude durchkämmen. Feindliche Gäste sind gekommen. Gehen wir es an. Auf den Boden! Gut gemacht, Daniels. Raum sicher! Wir brauchen Verteidigungen! Die Deutschen werden bald hier sein. Von hier aus sehen wir, wenn sie kommen. Wenn sie zu nahe kommen, nimmt die Molotows. Die gesamte Stadt kämpft mit uns. Wir haben es fast geschafft! Sie werfen Rauch auf die Straße! Da kommen sie! Daniels, ziel auf den Fahrer! Alle anderen warten, bis sie in Reichweite sind! Werfe Rauch! Werfe eine Granate! Flammenwerfer vor uns! Scharfschützengebäude jenseits der Wand! Die kommen uns zu nah! Zweiter Kontakt direkt vor uns! Molotows einsetzen! Granate! Sie wagen einen Vorstoß! Molotow kommt! Erst eine Granate! Steuer! Wir diesen Panzer schrecken alle Halbketten aus!
Rückzug! Ziehen sich zurück! Wir haben es geschafft! Wir haben sie zurückgedrängt! Wir haben es geschafft, Daniels! Zurück zu den anderen! Ausgezeichnet, Jungs. Ausgezeichnet. Wir haben sie. De Gaulles Truppen drängen in die Stadt ein. Vielleicht gibt's doch noch Champagner und Kaviar für uns. Hey, Daniels, ob gut aussehende GIs immer noch gefragt sind? Tut mir leid. Das sollte dich nur aufheitern. War ja klar. Stadt des Lichts. Finde, das sollten wir feiern, was, Crowley? Jetzt gibt es kein Zurück. Paris ist wieder französisch. Das hier ist noch nicht vorbei. Der Krieg dauert an. Mann, wir sind Spielverderber. Es ist Turners Job. Ich werde nie vergessen, wie wir die Garnison eingenommen und Paris befreit haben. Ich könnte fast schwören, dass Pearson gelächelt hat. Der Triumph wird uns bis an den Rhein tragen.